PlayStation All-Stars Battle Royale. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play und zwar Nummer 5 von PlayStation All-Stars Battle Royale. Diesmal werde ich eine neue Story Wähle anfangen deinen und zwar Charakter mit aus. Nariko. Mit Nariko habe ich bis jetzt am meisten gespielt, habe ich die Story schon durch, aber ich möchte sie natürlich nicht euch, ich möchte euch nicht, glaube, ist es richtig, vorenthalten. Nariko, Ich ja, enttäusche ich dich mag sie nicht. sehr gerne, ist ein ziemlich guter Charakter. Und jetzt bin ich mal wieder still für das Video. So vielen brachtest du die Niederlage schwer. Und was haben sie je dafür bekommen? Nichts. Nichts als Schmerz und Leid. Jetzt erkenne ich, dass du ohne mich nichts bist als ein verziertes Stück Metall. Ich werde alle deine Geheimnisse enthüllen, dich zähmen, dich schwingen und mein Volk aus deinen Fesseln befreien. Es gibt einen Ort voller Krieger, die sich mir ebenbürtig fühlen. Dort wird man mich prüfen und für würdig befinden. Ich werde dieses Schwert meistern und niemand wird es schneller begreifen als jene, die mir im Weg stehen. So, hier gegen Heihachi, aber nicht im Standardkostüm. Ich denke mal, das ist wahrscheinlich das Neue von dem Skin-DLC, was jetzt herauskam. So, das Level, altbekannt, das Dojo von Powerball Ripper. Ja, Nariko aus dem Spiel Heavenly Sword, erschien 2007. Fertig? Über eine Million Mal verkauft und dieser Heihachi hier ein bisschen komische Klamotten. Das gefällt mir gar nicht. Ja, ich mach den jetzt mal weg. Ach komm. Los. Ja, die Nariko ein bisschen ähnlich mit dem ja, mit dem Kratos von God of War, der hat ja auch diese Klingen. Das Spiel, Heavenly Sword, ist auch ein Hack and Slay, reiht sich in die Titelreihe ein, vergleichbar mit dem God of War oder auch mit Devil May Cry. Ja, wem es gefällt, ist natürlich dann eine super Reihe. Mir persönlich gefällt es, die God of War, Heavenly Sword. Oder auch halt das ganze, das Devil May Cry nicht so gut, weil ich nicht so der aggressive Typ bin. Aber ich mag trotzdem den Charakter, ich mag die Geschichte, ich finde es sehr toll. Allgemein diese Mythologie-Dinger sind schon geil. So, die hätten wir jetzt gleich mal weggemacht. Oh. Ich weiß nicht mehr, was war denn der Level 2? Ah, ja. Es ist dein Ende! So, bete, dass der Himmel dich aufnimmt. Na, schade. Schnell! Ja. Level 1! Schnell! Komm, sicher nicht. Du bist Stück. Ich hoffe, da kommen noch mehr Charaktere. Das wäre schon cool. Weil die Liste ja da auch nicht wirklich begrenzt ist. Da können sie ja immer weitere Charaktere hinzufügen, noch weitere Seiten von der Charakterauswahl, neue Levels natürlich auch möglich. Also die haben noch sehr viel Potenzial in dem Spiel. Was die da noch rausbringen können, was die da Level 2! Was Level 1! können. Ist das dein gibt's noch Ende! vieles tun, würde ich mal ja angesehen. Gibt auch schon noch ein paar Charakter, die es gut machen. Noch 10 Sekunden!
3, 2, 1, vorbei! Ich bin noch eine in die Fresse gehauen. Always remember. Jetzt schmollt er auf dem Boden. Dieses kleine Hayachi-Viech. So, da hätten wir den Sly Cooper auch mit neuem Skin und der fetten Prinzessin auch ein neues Skin. Mir gefallen die jetzt nicht so, die neuen Skins. Deswegen habe ich sie noch nicht gekauft. Ja, ich weiß nicht, ob ich sie noch kaufe. Das kann ich nicht sagen. Weil irgendwie... Naja, sind die jetzt nicht so übertrieben, dass ich sagen muss, doch, das muss ich haben. Fertig! Kämpf! Aber ich find's cool, dass die NPC das haben, auch selbst wenn ich es nicht gekauft habe. Finde ich ganz schön cool. Kann man die nämlich auch mal sehen und ja, man weiß dann halt, was man kauft. Denn im Store sieht man das ja nicht so gut, weil das nur ein kleines Foto. Und das ja, ist halt ein bisschen dumm, dass es da keine Vorschau gibt oder sowas. Aber wir haben das schon toll gemacht, dass die NPCs das halt verwenden. Auch das Level von Heavenly Sword, das neu kam, Heavenly Sword Wipeout, kann gespielt werden. In der Story zum Beispiel von der Cat spielt man dieses Level, auch wenn man es nicht gekauft hat. Das finde ich eine tolle Sache. Nur für den Versus-Mode muss man es dann halt kaufen. Also wenn man es wirklich selber mit Freunden spielen möchte oder auch online, dann muss man es kaufen. Ansonsten nicht. Das ist eine tolle Sache. Es ist dein Ende! Ja. Mal schnell weggemacht, die beiden. Heimlich vorgehen ist hier schwer. Übrigens hier das Level von Resistance. Habe ich nur den ersten Teil gespielt, die nachfolgenden nicht mehr, da ich irgendwie gar nicht mehr dazu kam. Aber den ersten Teil fand ich ganz schön cool. War eigentlich schon alles hier. Die Beta von dem Spiel, vom zweiten Teil war das, glaube ich, hatte ich auch. War eigentlich gut, aber der Multiplayer war irgendwie nicht so toll. Ich weiß nicht, war irgendwie schon zieh, aber ich hätte besser sein können, mal so. Weg mit meiner Kanone hier. Es ist dein Ende! Ich kann Gnade gewähren. Du nur darum flehen. Ich vorgehe nicht. Der lacht immer. Level 1! Das fällt mir gerade dein Name nicht mehr ein. Jetzt ist das Level, was ich verändert habe, übrigens jetzt von Ratchet & Clank. Sieht man ja auch schön hinten der Gegner und auch hier, was ist das kam. Nein! 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 Ist nicht der Name nicht ein Name? Also ist ein Arthur Lawrence heißt. Level 1! Schnell! Dann fällt der Name. 3, 2, 1! Vorbei! Ist ja auch egal. Hauptsache ist, ich habe den Kampf gewonnen. 5:0. Ja, ist nicht schlecht. Gut, ist auch nicht der schwierigste Schwierigkeitsgrad. Aber passt schon. So, nächster Kampf. Wieder Schlägerei. Mit Objekte diesmal. Sweet Tooth, Parappa the Rapper und Kratos. Ja. Parappa, so wie das jetzt für mich aussieht, glaube ich auch das neue Skin. Die anderen beiden haben, glaube ich, das Standard. So, das Level von Little Big Planet. Ah. Ich lasse dich leiden. Tommy Jam. Ja, und der. Irgendwie. Fertig. Übrigens, die Minions, die man da sieht, sind zum Teil auch
aus den neuen Add-ons. Da gab es ja sehr viele, die man kaufen konnte, alle einzeln. Meiner Meinung nach ein bisschen teuer, aber wer die mag, boah, warum nicht? Also mir gefallen sie jetzt halt allgemein nicht. Ich mag die Minis nicht so. Ich sehe es nicht gut aus, aber das ist ja halt Geschmackssache, ne? Nein, ach, das wollt ihr jetzt nicht haben. Ja, guck so, ne? Mist. Ich hab erwischt. Level 1! Ich brauche die Hilfe der Götter nicht. Ja, ja, komm. Ja, kriegst du das. Ein Geschenk der Götter! Level 1! Level 2! Den Mut, dich mir zu stellen. Ja, okay. Ja, hier ist das Klingenzeug. Genau, nein, was ich brauche. Hatte es. Ah, nein. Wir für dich. Komm, komm, komm. Ja. Zum Vernichten geboren, Baby. Aber, wieder mal. Genau, was ich brauche. So, jetzt das Level von Bass. Was ich ein cooles Feature finde, denn hier kann man ja wirklich Fragen beantworten, die man dann auf das eingeblendete Level nicht checken. Wer ist der Level 1? Das weiß ich doch nicht. König. Ich würde jetzt mal sagen, der König. Das war falsch. Wer für dich? Gemein. Level 1. Ist hier alles voller Torte, das gibt's ja nicht. Finde ich ein sehr cooles Feature, das mit den Fragen beantworten, aber leider kommt es nur einmal. Weil dann ja der Bass wie gerade eben weggelöscht wird von dem Typ, der hier das Level macht. Das ist schade. Hier für dich. Der Hades macht es. Ist dein Ende! Ja. Ich habe schon schlimmere Monster gesehen. Du wirst von Schmerz erwartet dich. Schmerz erwartet dich. 3, Level 1, 2, 1. Oh, ich wollte gerade noch den Sackbot schmeißen. Naja, schade. So. An dieser Stelle gibt's einen kleinen Cut. Später geht's weiter mit dem nächsten Part. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn schon, Daumen nach oben. Wenn nicht, Daumen nach unten. Auch über ein Abo würde ich mich freuen. Kommentare. Nicht schlecht natürlich. Wenn Fragen da sind, einfach Fragen per PN oder per Kommentar. Auch im PSN bin ich erreichbar. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und die Pause ist nicht zu lang. Kommt ja bald wieder eins. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal.